Phasenplanung sieht vor, dass wir jetzt in eine Öffnung und Regulierungsphase hineingehen bis Mitte Mai und dann übergehen in eine etwas intensivere, aber die richtige heiße Wahlkampfphase beginnt für uns am 20. Juli. Wir werden auch eine eigene Auftaktveranstaltung genau dafür durchführen. Die Planungen und Überlegungen werden kreativ, fantasievoll und auch einen lustvollen Wahlkampf erahnen lassen. Ab dem 20.07. hat auch unser Spitzenkandidat seinen Urlaub genommen, unbezahlt, um Vollgas zu geben in diesem Wahlkampf, im ganzen Land unterwegs zu sein. Und die Fraktion haben wir heute Mobilisierung, Mobilisierung, Mobilisierung ausgegeben, damit alle jetzt losgehen und alles geben, was sie haben. Wir werden direkt am Jahresanfang natürlich mit den volksbegehrenden Studiengebühren einen Paukenschlag setzen. Die SPD ist da in lokalen Aktionsbündnissen sehr, sehr stark vertreten. Wir werden am 30. am Ende der Eintragungsfrist auf ein Volksbegehren blicken können, das den ersten Regierungsschritt, den die SPD, den sich Christian Rudel vorgenommen hat, mit die Abschaffung der Studiengebühren dann bereits durchgesetzt haben. Die SPD ist hochmotiviert in jeder Form und ja, Sie werden sehen, wir kämpfen und es wird gehen. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin gestern von der Klausurtagung des SPD-Bundestagsfraktionsvorstandes hier nach Irsee gekommen, erstens um den schönen Abend natürlich zu erleben. Und das war ja sehr vergnüglich. Ich bin auf eine Landtagsfraktion getroffen, auch heute, die trotz des ausführlichen Feierns und des langen Durchhaltens auch heute Vormittag hochmotiviert war und einen langen Atem hatte und wo spürbar war aus jedem Knopfloch, wir wollen gewinnen, wir wissen, dass es schwer wird, aber wir haben Chancen. Die Chancen liegen darin, dass sich doppelt so viele Menschen in Bayern vorstellen können, SPD zu wählen, als das derzeit nach den aktuellen Umfragen der Fall ist. Und das ist ein Potenzial, an das wollen wir ran. Und wir haben uns auch unterhalten heute, wie geht das in dem Zusammenspiel zwischen Bundes- und Landespolitik. Sie kennen ja die aktuelle Debatte, wo sich die CDU mal wieder nicht einigen kann, wo soll der Wahltermin hin, das ist taktisch günstiger. Und der Wetterhahn Horst Seehofer dreht sich selbst bei dieser Frage laufend. Aber das irritiert uns nicht, sondern es geht uns um Themen. Und selbstverständlich ist für die Landes- und Bundespolitik das Thema Nummer eins, was die Menschen umtreibt, dass sie von ihrer Hände Arbeit leben können. Das trifft die Landespolitik beim Vergabegesetz, das geht über Mindestlöhne, Leiharbeiten, freiwillige die Bundespolitik, da werden wir gemeinsam viel machen. Das ist das große Thema Bildungspolitik und Kinderbetreuung im weitesten Sinne. Auch das ist ein landes- und bundespolitisches Thema, das stellen Sie auch fest bei der Frage Kooperationsverbot. Das ist ja das, was die Menschen als Begriff nicht verstehen. Es geht darum, ob ebenenunabhängig wir alles dafür tun, dass unsere Kinder besser ausgebildet werden. Und das wird nur gehen, wenn Bund und Land zusammenhelfen und nicht, wenn da jeder auf seiner Insel schwimmt. Auch das wird ein Thema sein. Was sehr stark, sowohl auf Bundesebene wie in Bayern, wir haben das vor Weihnachten schon gesetzt, die Menschen berührt, ist bezahlbares Wohnen. Die Anzahl der Haushalte, die 40% ihres Einkommens aufbringen müssen für Wohnen, hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. In Metropolregionen, in Städten, oft mit Universitäten, ist die Frage Bezahlbarkeit von Wohnen zu einem ganz, ganz großen Thema geworden. Das ist ein Steckenpferd nicht nur von Christian Rudel, der als ehemaliger Mieteranwalt dort eine hohe Kompetenz hat, sondern ich habe dieses Thema jetzt über 2 Jahre der SPD-Bundestagsfraktion bearbeitet und wir stellen heute parallel ja in Berlin auch nochmal vor, was wir dort machen wollen. Das geht Hand in Hand mit dem, was Christian Rudel, Markus Rindersbacher und ich da vor Weihnachten auch vorgestellt haben. Da geht es um die Frage von Neuvermietungen, dass man da den Mietanstieg begrenzt. Da geht es um die Frage, dass man mehr wieder tun muss, um sozialen Wohnungsbau zu machen. Das liegt jetzt auf Landesebene, das wird aber ohne die Finanzierung des Bundes nicht gehen. Wenn Sie Mieten begrenzen wollen in Metropolregionen,
wird es nicht alleine das Mietrecht gehen, sondern es wird nur gehen, indem sie neue Wohnungen schaffen. Da gehen wir an den Hand und da, glaube ich, haben wir eine gute Vorlage, sowohl gestern hier in der Landtagsfraktion wie auch heute in der Bundestagsfraktion, und das ist sowohl landes- wie bundespolitisch in unterschiedlichen Sachen. Das ist nämlich eine bundespolitische Debatte, die Horst Seehofer mal zum wiederholten Male angestoßen hat, noch aus einem Aspekt heraus beleuchten. Wahrscheinlich können Sie es ähnlich wie ich fast nicht mehr hören. Das Thema Pkw-Markt. Das ist ja so ein Wiedergänger. Also so alle drei Wochen, wenn der CSU nichts einfällt, kommt wieder das Thema Pkw-Markt. Und Sie haben vielleicht noch den vorletzten Parteitag in Erinnerung, wo eine Lüge zum Beschluss erhoben worden ist von Seiten der CSU. Diese Lüge war, wir führen eine Pkw-Maut ein und die zahlen unterm Strich nur die Ausländer. Es gab bereits vor diesem Parteitagsbeschluss der CSU eine Anfrage von mehreren CSU-Abgeordneten beim Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages mit der Frage, ob das denn geht, dass man bei der Pkw-Maut nur die Ausländer unterm Strich belastet. Die Antwort war eindeutig, die wurde aber geheim gehalten. Ich habe zufällig die Fragen gefunden und habe deswegen die gleiche Anfrage nochmal gestellt und deswegen erfahren, dass der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages zu der Auffassung kommt, nein, es geht nicht, europarechtlich. Trotzdem hat die CSU diese These in ihrem Beschluss gemacht und bis heute ziehen die durch die Lande und tun so, als würden die deutschen Autofahrer entlastet unterm Strich. Das geht nicht. Das hat übrigens in der kurz vor Weihnachten die Bundesregierung auf Anfrage der SPD zugeben müssen. Und eine Zustimmung zur Pkw-Maut kriegen Sie bayernweit nur, das weiß ich in Niederbayern ganz besonders, an der österreichischen Grenze, nach dem Motto, wir müssen in Österreich zahlen, also müssen die bei uns auch zahlen. Das wird so nicht funktionieren, sondern wenn man das will, dann müssen alle zahlen. Und das wird bisher geheim gehalten und da, finde ich, ist schon eine Auseinandersetzung, gerade unter der Frage ländliche Räume auch spannend, weil viele Menschen in ihrer Heimat bleiben wollen und weite Wege in den Kauf nehmen zu ihrem Arbeitsplatz und damit werden sie bestraft. Ich gebe Ihnen noch einen Hinweis, ich mache selten Werbung für die CSU, schon gar nicht für meinen unmittelbaren Gegenkandidaten, den stellvertretenden Landesgruppenvorsitzenden und CSU-Arbeitsmarktexperten Max Straubinger. Muss man auch nicht kennen, aber er hat also wirklich zur Pkw-Maut, das ja ein Kampfthema der CSU selbst gegen die Kanzlerin ist, alle meine Thesen bestätigt. Und das freut mich, wenn so viel Einsicht da ist und wenn selbst die CSU dort bei dem Kampfthema, das sich Horst Seehofer vorgenommen hat, so uneins ist und das nicht nur gegenüber der Kanzlerin besteht, sondern auch hier in Bayern. Wir haben eine schwere Wegstrecke vor uns, auf Bundes- wie auf Landesebene. Der Start in dieses neue Jahr hätten wir uns alle schöner vorgestellt, aber wichtig ist nicht, wie man am Start wegkommt, sondern wichtig ist, auf welcher Stelle und in welcher Zeit man ins Ziel kommt, und daran werden wir gemeinsam motiviert arbeiten. Ich war wirklich begeistert, lieber Markus, liebe Natascha, von einer kämpferischen Landtagsfraktion, die alles will, vor allem Sie. Ja, meine Damen und Herren, meine Fraktion hat im engen Schulterstoß mit Christian Lübe und mit dem Landesverband sehr konzentriert gearbeitet an Zukunftslösungen für unser Land. Das ist im Übrigen auch das, was unsere Wählerinnen und Wähler von uns erwarten. Sie erwarten von uns nicht in erster Linie aktuelle Strömungen und Stimmungen zu kommentieren, sondern uns konkret der Sacharbeit zu widmen. Das ist genau das, was wir getan haben. Bayerische SPD steht für eine menschliche und für eine moderne Politik. Das ist auch bei dieser Klausurtagung wieder deutlich geworden. Wir widmen uns Themen, die den Menschen auf den Nägeln brennen: bezahlbares Wohnen, menschenwürdige Pflege, bessere Integration von Migrantinnen und Migranten, gerechte Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Wir sind hochmotiviert in dieses Wahljahr gestartet. Der geringe Abstand zur Staatsregierung motiviert uns. Wir wissen natürlich, dass die Überschrift CSU kann absolute Mehrheit schaffen legitim ist. Aber diese Überschrift ist nicht neu. Das ist seit 50 Jahren so. Neu ist hingegen, dass die Opposition die Möglichkeit hat, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Diese Perspektive gab es nicht in den Wahljahren 2008, 2003, auch nicht in den Wahlen zuvor.
Das ist das Neue. Schon einmal gesagt, es fehlen nur einige Prozentpünktchen, die können wir in einem starken Wahlkampf aufholen. Das ist unsere Motivation. Es gibt eine Gestaltungsperspektive für die Opposition in Bayern. Und wir vertrauen mit Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf auf unsere Stärken. Wir haben ein sehr gutes Programm. Wir haben einen Spitzenkandidaten, der das Prädikat Spitzenkandidat verdient. Wir haben hohe Motivation und Kampfeslust. Wir haben großen Arbeitseifer und unser Fleiß, das habe ich auch heute nochmal in der Fraktion so formuliert, er wird sich am Ende auszahlen. Wildbad Kreuz steht vor der Tür. Vielleicht darf ich auch das noch im Vorfeld ein wenig kommentieren, weil ich gelesen habe, dass sich die CSU ausgerechnet dem Thema Arbeitsmarkt widmet. Ganz was Neues, sage ich nur. Ich erwarte da Wildbad Kreuz als Theaterkulisse. Dort werden offensichtlich potentkindische Dörfer aufgebaut. Die CSU täuscht in Sachen Arbeitsmarktpolitik Handlungsbereitschaft vor. Und das halte ich für reichlich unglaubwürdig und unwahrhaftig. Hat doch die CSU unsere Initiativen im Deutschen Bundestag und im Bayerischen Landtag in den letzten Jahren immer abgeschmettert. Beispiel Mindestlohn. Wir haben ihn zigfach beantragt, wurde immer abgelehnt. Wir haben im Bayerischen Landtag ein Vergabegesetz vorgelegt, das einen Mindestlohn von 8,50 Euro vorsieht bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, abgelehnt von CSU und FDP. Das ist übrigens nicht etwa nur aus formalen Koalitionsgründen, weil man nicht mitmachen könnte, weil die FDP es nicht will, sondern da wurde inhaltlich argumentiert, man wolle diesen Mindestlohn nicht. Jetzt wird man gegenüber der bayerischen Öffentlichkeit in Wildbad Kreuz plötzlich das Gegenteil möglicherweise behaupten. Ich halte das für unglaublich. Frauen werden nicht etwa in den bayerischen Arbeitsmarkt gezielt integriert mit besonderen Maßnahmen, sondern eher mit Prämien wie den Betreuungsgeldern von abgehaltenen Arbeitsmarkt nicht zu integrieren, sondern lieber zu Hause zu bleiben. Equal Pay, gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei der Leiharbeit. Auch da eine Vielzahl von Initiativen seitens der Bundes- und der Landtags-SPD, alle abgelehnt von der CSU. Aber es freut mich natürlich trotzdem am Ende, dass sie jetzt im Wahljahr registriert, die CSU, dass 18% der Vollzeitbeschäftigten in Bayern Niedriglohn beziehen, 30% Frauen, 12% Männer. Das ist aber unser Thema und dass man uns da besonders viel zutraut, wurde ja im Übrigen auch in den letzten Tagen gesichert.